Der Volksbank Münster Marathon 2017. 9200 Läuferinnen und Läufer im Kampf gegen die Uhr und sich selbst. Eine der beliebtesten Marathonstrecken des Landes führt durch die historische Stadt Münster und durchs ländliche Umland. Sehen Sie jetzt die sportlichen Höhepunkte und die vielen bunten Geschichten rund ums Rennen. In aller Früh treffen sich die Läufer zum Start des Volksbank Münster Marathons am Schlossplatz. 9200 Laufbegeisterte haben sich in diesem Jahr zum Marathon und Staffel gemeldet. Ein neuer Teilnehmerrekord. Einfach sensationell, der Zieleinlauf ist super, alles super. Das ist einfach ein toller Lauf. Ich komme aus Holland und das ist zum ersten Mal die Münster Marathon. Es ist einfach ein tolles Feeling hier. Einfach ankommen in einer guten Zeit und Spaß zu haben. Einfach nur Spaß haben. Der Opa, der läuft hier, glaube ich, zum 10., 11. Mai. Und wie gesagt, das ist so unser Heimmarathon. Deshalb läuft man den auch hier Premiere. Ich freue mich jedes Jahr drauf, wenn ich hier starten kann. Wenn man laufen kann und andere auch dabei eine Freude machen kann, das ist auch schön. Ist auch mit keinem anderen Marathon vergleichbar. Ein bisschen trainiert, ne? Wie halt immer. Und dann schönes Wetter bestellt. Jetzt geht das los. Viele internationale Profis sind mit dabei. Vorjahressieger Duncan Coetsch, einer der Favoriten bei den Herren, kämpft mit seinen afrikanischen Mitstreitern um Platz 1 und mehr. Wenn das Wetter gut ist, versuchen wir unser Bestes, den Rekord zu knacken. Ein optimistischer Vorjahressieger. Starke Konkurrenz auch bei den Frauen mit Stars aus Kenia und ebenfalls besonders zu beachten die beiden japanischen Läuferinnen Hisai Yoshimatsu und Yoshiko Sakamoto. Leistungsstarke Sportler aus Deutschland dürfen in Münster natürlich nicht fehlen. Bei den Männern ist Elias Sansa stets ganz vorne zu finden. Sein Ziel auch in diesem Jahr, bester Deutscher zu werden. Man weiß halt, es ist ein Marathon und da kann so viel passieren. Und ich hoffe, dass es alles gut läuft und ich würde ja schon eine gute Zeit laufen und ich hoffe, dass ich dann wieder ganz vorne mitlaufen kann. Beim überwiegenden Anteil der Marathonis geht es nicht um die vordersten Plätze. Sie freuen sich auf die Strecke, die Stimmung und haben sich ganz persönliche Ziele gesetzt. Ein gutes Beispiel der Münsteraner Stefan Lammers. Ich versuche mal unter 3 Stunden 30 ins Ziel zu kommen. Mal gucken. Letztes Jahr habe ich eine Minute zu viel gebraucht dafür. Mal gucken, ob ich das diesmal toppen kann. Also 12 Wochen hartes Training natürlich, um gut durchzukommen. Und dann schaue ich mal. Der Volksbank Münster Marathon gehört nicht ohne Grund zu den beliebtesten in Nordrhein-Westfalen. Sein einzigartiges Ambiente wird in diesem Jahr noch durch einen weiteren Höhepunkt bereichert. Die Skulpturprojekte 2017. Werden die Teilnehmer Zeit haben, diese zu genießen? Das ist ein Highlight. Also ich bin ganz stolz auf unsere Stadt. Ich weiß jetzt nicht, ob man so viel Zeit hat, dass man da noch hinschauen kann. Also ich bin ja selbst Marathonläuferin und ich habe immer gesagt, ich muss das so einteilen, dass ich die Vorgärten noch sehe. 2, 1 und das ist der Startschuss. Punkt 9 Uhr am Schlossplatz. Für die Läufer geht es jetzt endlich los. Wenn der Startschuss gefallen ist und sich die Sportler ihren Weg bahnen, Zeit für einen ersten Eindruck des Veranstalters. Ja, natürlich ist man angespannt, wenn man 9200 Menschen bewegt heute und an viele logistische Sachen denken muss. Vieles muss passen, viele Dinge sind neu in diesem Jahr und naja, die Anspannung ist schon da. Für die Läufer geht es zu Beginn ganz atmosphärisch durch die schöne Münsteraner Innenstadt. Im Feld kann man jetzt, solange man noch bei Puste ist, sehen, was die Domstadt zu bieten hat. Bereits früh am Morgen sind zahlreiche Zuschauer an der Strecke und feuern die Sportler lautstark an. Das ist direkt vor der Haustür, einmal im Jahr, dann kann man sich auch mal ranstellen und die Läufer anfeuern und unterstützen. Ich bin selber Jogger, also das muss sein, das gehört dazu. So. Macht einfach Spaß, es ist eine gute Stimmung hier mit dem DJ, gutes Wetter. Die drei jungen Damen warten auf einen Freund. Da kommt er auch schon und Zeit für einen Handkuss hat er auch noch, sehr zur Freude der Mädchen. Weiter geht es zum Erbdrostenhof, wo die Teilnehmer einen Blick auf die Skulpturprojekte werfen können. Nairi Bak-Reimanns Skulptur Beliebte Stellen. Gefertigt wurde dieses kunstvoll geschwungene Objekt aus Bronze.
Keine Zeit für Skulpturen haben die ehrenamtlichen Helfer beim Volksbank Münster Marathon. Sie haben hier schon jetzt alle Hände voll zu tun. Wir kommen kaum noch hinterher. Die Tische sind fast leer. Ja, einfach den Leuten zu ermöglichen, dass sie einen super Lauf einfach haben. Ja. Das ist einfach den Sport fördern auch. Das ist unser Anliegen dabei. Die Elite-Läufer um Vorjahressieger Duncan Coetsch haben sich schon nach wenigen Kilometern vom Feld abgesetzt und laufen ihr eigenes Rennen. Überraschendes bei der Frauenkonkurrenz. Die kenianischen Starterinnen sind in einer sehr hohen Geschwindigkeit unterwegs. Die Japanerinnen, hier sind sie schon nach wenigen Kilometern von der afrikanischen Konkurrenz abgehängt. Zurück beim Volksbank Münster Marathon. Immer kurz nach den Marathonis erfolgt in Münster der Start des Fiducia und GAD Staffelmarathon. Eine wirklich außergewöhnliche Staffel ist der Vierer mit Steuermann. Rollstuhlfahrer Stefan Frechen tritt mit Kumpel Stefan Weise und drei weiteren Mitstreitern an. Die Idee entstand aus einer Bierlaune. Das Ziel, Spenden sammeln für den guten Zweck. Also wir starten für den Bundesverband Kinderhospiz, starten sehr stolz dafür, für den guten Zweck, für die Kinder da viel Geld zusammenzubekommen. Das macht richtig Laune. Spaß, Spenden sammeln, aber auch immer die Zeit im Blick. Denn das Team Vierer mit Steuermann hat noch eine Wette am Laufen. Worum es geht, wollen sie uns erst im Ziel verraten. Aber Steuermann Stefan wird dafür sorgen, dass die Jungs auf der Strecke ordentlich Gas geben. Klar, wenn die so lange damit machen, mache ich keine Ansage oder so, dass wir unsere Wette auch gewinnen. Aber da bin ich ganz optimistisch, dass wir es schaffen. Tolle Aktion. Die Staffelplätze in Münster sind bei Firmen sehr beliebt. Immer mehr Arbeitgeber setzen auf Laufen als Ausgleich zur Arbeit. Das ist auch beim Staffelsponsor Fiducia und GAD ein großes Thema. Den laufaffinen Vorstand freut vor allem die Menge der Mitarbeiter, die hier mit von der Partie sind. Also in Summe sind so 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Strecke. Und das ist auch ein schönes Gefühl, wenn man die sieht und auch ein gewisser Stolz dabei ist. Und die Zeit, die ist, glaube ich, ein Stück weit sekundär. Am Ende zählt das Durchkommen. Zurück zur Spitzengruppe. Diese hat das Stadtgebiet schon lange verlassen. Der Abstand zum Feld hat sich erwartungsgemäß vergrößert. Alles läuft nach Plan und auch die Wetterbedingungen ideal, um den Streckenrekord von 2 Stunden 10 Minuten 25 Sekunden anzugreifen. Bei der Halbmarathon-Marke, die Zeit, 1 Stunde 6 Minuten 9 Sekunden. Für den Rekord muss die zweite Hälfte schneller gelaufen werden. Bei den Frauen haben sich die Kenianerinnen nochmals weiter abgesetzt. Aus dieser Gruppe dürfte, nein, müsste die Siegerin kommen. Wer hat hier die besten Beine oder die bessere Strategie? Während die Elite die Hälfte absolviert hat, sind die Staffeln am ersten Wechselpunkt angekommen. Zeit mal zu hören, wie es bei Fiducia und GAD läuft. Super, perfekt, optimale Bedingungen. Ab und zu mal ein bisschen Kopfsteinpflaster, aber sonst gut, sehr gut. Optimaler Lauf. Beim Staffelsponsor Fiducia und GAD IT AG spielt der Volksbank Münster Marathon tatsächlich eine große Rolle. Die Betriebssportgruppe Laufen mit insgesamt knapp 100 Mitgliedern hat eine lange Tradition und trifft sich regelmäßig in den Mittagspausen oder nach der Arbeit. Man lernt die Leute in anderen Umgebungen kennen und man ist deutlich entspannter und das hilft einem auch hinterher im Job. Oder einen kurzen Draht danach zu den Kollegen. Beim Sport ist man einfach per Du und da ist es egal, ob man Führungskraft ist oder Mitarbeiter. Die Fiducia und GAD, ein großer IT-Dienstleister, vornehmlich im Bereich Banking. Laufen ist hier ein Ausgleich für viel Arbeit im Sitzen. Für die Mitarbeiter selbst geht der Ansporn über das Fitbleiben hinaus. Man guckt ja schon, wo man mit der Staffel so im Verhältnis zu den anderen Staffeln nach dem Lauf steht. Wenn man von Strecke einen überholt und dem noch so freundschaftlich auf die Schulter klopfen kann, ja, das gibt Schlimmeres in dem Augenblick. Der Volksbank Münster Marathon ist für die Betriebssportgruppe Höhepunkt des Jahres.
Ich bin auch schon in anderen Städten Marathon gelaufen. Münster Marathon ist der beste Marathon ever. Ein echtes Highlight. Das Marathon-Hauptfeld läuft jetzt auch in Nienberge ein. Nach einer längeren Strecke durchs ländliche Münsterland ist hier ordentlich was los. Stefan Lammers von den Bergziegen Altenberge läuft bislang ein gutes Rennen. Sein Ziel ist eine Zeit unter 3:30. Dafür liegt er voll im Soll. Hier kann er sich über starke Unterstützung freuen. Für die Spitzenläufer ist mehr als die Hälfte des Volksbank Münster Marathons absolviert. Auf der Strecke bleibt es weiter ländlich. Es geht durch Ruxel und Gievenbeck und dann zurück Richtung Prinzipalmarkt. Veranstalter Michael Brinkmann macht sich noch Hoffnung auf den Streckenrekord. Allerdings eher bei den Frauen. Die Kenianer sind noch nah beieinander, die Männer, und sind für den Streckenrekord ein bisschen zu langsam. Auf der anderen Seite, die Frauen sind für den Streckenrekord eigentlich zu schnell. Und von daher wird das sehr, sehr spannend heute. Die Spitze bereitet sich langsam aufs Finish vor. Das große Feld hat indes noch einiges vor sich. Die schwierigen Kilometer brechen an. Jetzt braucht man jede Unterstützung. Also ich wundere mich, wie viele aus der Puste sind und trotzdem noch ein Danke über die Lippen bringen. Also das ist schon ganz cool. Neben der dringend benötigten Erfrischung wird nun auch die Unterstützung vom Streckenrand immer wichtiger. Der Schmerz vergeht, der Stolz bleibt. Als Motivation für die Läufer. Aber wir feuern natürlich alle an. Während die Marathonis schon viele Kilometer in den Beinen haben, sind die Staffelstarter an den Wechselpunkten voll motiviert, dass es für sie endlich losgeht. Super! Wir sind mega motiviert. Ja, alles gut. Zurück an die Spitze. Bei den Männern deutet sich eine Vorentscheidung an. Auf den letzten Kilometern haben Duncan Coetsch und Paul Maina es mit Nadelstichen versucht. Der Tempoverschärfung von Maina konnte der Vorjahressieger nicht folgen. Wenige Meter vor dem Ziel und der Vorsprung des Herausforderers und Marathon-Neulings Paul Maina scheint zu reichen. Das Rennen entschieden, doch wie ist die Zeit? Paul Maina gewinnt in 2 Stunden 11 Minuten und 22 Sekunden, knapp 40 Sekunden vor Vorjahressieger Duncan Coetsch. Der glückliche Sieger, voller Freude. Ein Erfolg gleich bei seinem ersten Start in einem Marathon überhaupt. Ich bin wirklich sehr erfreut, dass ich dieses Rennen gewonnen habe, denn das habe ich nicht erwartet. Ich wusste zwar, dass ich stark genug bin für den Sieg, aber die anderen aus der Spitzengruppe haben schon viel mehr erreicht als ich. Ich bin wirklich ganz aufgeregt und glücklich. Partystimmung bei Sieger Paul Maina. Gute Atmosphäre herrscht auch beim potenziellen Marathon-Nachwuchs. Eine tolle Aktion haben die Veranstalter sich für die kleinen Sportler einfallen lassen. Der Stadtwerke Kids Marathon findet bereits zum 10. Mal statt. Die Kinder werden betreut und laufen ihren eigenen Mini-Marathon inklusive Zieleinlauf. Heimatliches Laufgefühl. Ich bin früher selber mal mitgelaufen und jetzt sind die Kinder langsam dran. Eine schöne Wohlfühlatmosphäre. Unweit des Stadtwerke Kids Marathons befindet sich eine weitere beeindruckende Skulptur, der Nuclear Temple von Thomas Schütte. Idyllisch gelegen, passt sich die Skulptur fast schon harmonisch an die Umgebung an. Beim Marathon deuten sich die nächsten Entscheidungen an. Im Kampf um den Titel bester Deutscher muss Elias Sansa heute ganz schön hart arbeiten. Knapp 2 Kilometer vor dem Ziel liegt er gleich auf mit Maciek Mireczko und startet die Attacke. Sansa gewinnt einige Meter. Wird sein Vorsprung bis ins Ziel reichen? Auch die Damenkonkurrenz befindet sich kurz vor dem Ziel. Ganz vorne Rose Maru, weit vor ihrer Landsfrau Kyoko.
Viel Jubel für die Läufer gibt es an den zahlreichen Powerpoints. Sie sind in Münster zusätzliche Attraktionen. Die Zuschauer können sich hier sammeln, stärken und werden prächtig unterhalten, wie beim Powerpoint Afrika. Zurück zu den Entscheidungen am Prinzipalmarkt. Noch vor der ersten Frau erreicht der beste Deutsche das Ziel. Es ist erneut Elia Sansa. Die Attacke bei Kilometer 41 war entscheidend. In diesem Jahr war es knapp. Elia Sansa glücklich, aber auch sichtlich erschöpft. Nach 42 Kilometern, da ist man erstmal erleichtert und froh, dass man das geschafft hat. Bei den Frauen hat die Kenianerin José Maru am Ende die besten Beine. 2 Stunden 33.05 die Zeit. Die Spitzengruppe musste hinten heraus dem hohen Anfangstempo Tribut zollen. Ich bin sehr glücklich über den Sieg. Ab Kilometer 30 war es ein sehr hartes Rennen. Die Elite im Ziel. Aber jetzt nimmt am Prinzipalmarkt die Schlagzahl der Eintreffenden zu. Wer hier um die persönliche Bestzeit läuft oder einen Hungerast hat, der braucht die Unterstützung, den Applaus des Publikums. Davon gibt es allerdings reichlich. Da macht sehr viel Spaß. Und da stehen auch immer die Namen drauf, dann rufen die immer und klatschen und so. Ja, den Michael feuern wir an. Der läuft das erste Mal mit und der wird eine Wahnsinnszeit machen, oder? Weil der hat... Gutes Wetter, gute Leute, gute Stimmung. Prima. Dass irgendwie die ganze Stadt mitfeiert, das finde ich total schön. Aber wir feuern einfach alle an und freuen uns, dass sie so sportlich sind. Und dann machen wir die Laola, alle zusammen, sie auch. Beim Volksbank Münster Marathon hat man das Glück auf gutes Wetter gepachtet. Das und die vielen tollen Aktionen am Rand haben auch in diesem Jahr wieder viele Neugierige an die Strecke gelockt. Das einmalige Sportevent regt natürlich auch das Interesse von Einsteigern und Neulingen an. Bei Zusatzprogrammen wie dem Agravis Gesundheitslauf wird das Lauffieber geweckt. Ja, der Gesundheitslauf ergänzt das Angebot des Münster Marathons, finde ich, in sehr guter Weise. Angesprochen sind Läufer, die weniger den Leistungsgedanken in den Vordergrund stellen, sondern ausschließlich Freude an der Bewegung haben. Viel los in Gievenbeck. Doch auf dem letzten Kilometer Richtung Ziel entlang des Handwerkskammer Münster Powerpoint nimmt die Zahl der Zuschauer nochmals zu. Das Einlaufen in Münster ist selbst für erfahrene Marathonis ein Highlight. Das ist einfach 500 Meter, nur mega Stimmung. Er ist schon in Frankfurt in der Festhalle eingelaufen und er hat schon gesagt, es wäre besser als in Frankfurt. Also ich war im Wahnsinn, A, kann man schön konstant sein Tempo laufen. Also man kann sich das super einteilen, weil es eigentlich nie großartig hoch und runter geht. Hat auch vor allem überall Leute an der Strecke, das fand ich cool. Alle waren gut drauf, die Helfer waren super geil drauf. Und der Einlauf hier unten, also der war der Wahnsinn, hat so eine Gänsehaut, unfassbar. Stefan Lammers kommt ins Ziel und ist überglücklich. Besonders gefreut hat ihn die Unterstützung seiner Lieben in Nienberge. Ah, sensationell, da freut man sich natürlich, wenn man Freunde und Familie trifft und das ist echt super. Das gibt nochmal einen Kick für die zweite Hälfte. Das macht echt Spaß, super. Ich bin super gut durchgekommen für meine Verhältnisse, habe eine neue Bestzeit. Dann von der Haustür sozusagen, das ist natürlich das Beste, was man sich vorstellen kann. Ne? Überhaupt schaut man sich im Zielbereich um, so sieht man erschöpfte, aber überglückliche Gesichter. Also, was willst du sagen? Es ist Hammer. Du bist halt fertig mit den Nerven und körperlich, aber die Leute sind da und es ist geil. Wenn die Leute hier in 2er, 3er, 4er, 5er Reihen stehen, das ist Gänsehautstimmung. Es lebe Münster. Vielen Dank für die Unterstützung. Ich komme nächstes Jahr wieder. Ja, war jetzt mein dritter Marathon, das zweite Mal hier in Münster. Geile Strecke, tolle Leute, tolle Atmosphäre, immer wieder. Man quält sich vorher, man will aufhören, man denkt, was mache ich hier eigentlich für eine Scheiße? Und dann läuft man hier hoch, es tut alles weh. Und dann kriegt man so viele Emotionen von den Leuten am Rand, dieses Klatschen und man weiß, das machen die für dich. Und du denkst, Wahnsinn. Toll. Unglaublich schön, vor allen Dingen immer wieder die Bands zwischendurch, die geben einem auch mal richtig Kraft. Und auch die Zuschauer, die immer wieder auch den Vornamen rufen, weil er so schön auf den Schildern draufsteht. Also gigantisch.
so wie ich mir einen Marathon wünsche. Es war alles so einmalig, so schön, aber die Strecke wird immer länger und die Zeit wird immer länger und die Beine immer schwerer. Aber das macht nichts. Ankommen, das ist das Entscheidende. Bester Marathon in Münster, NRW, Deutschland, der Welt. Ein großer Erfolg waren die 42,195 Kilometer für die Staffel Vierer mit Steuermann. Die Strecke ist geschafft und die Wette wurde auch gewonnen. Zeit, das Geheimnis zu lüften. Also eine Kollegin von uns, die ist hier ebenfalls im Marathon gelaufen, aber die Volldistanz. Und wir haben gesagt, wenn wir sie überholen, dann muss sie uns 100 Euro für diese Stiftung hier geben. Und wenn sie mich überholen, dann ist es so, dass ich den Rasen hätte mähen müssen. Bei so viel Lob schließt sich auch der Sponsor des Marathons gerne an und dankt den vielen helfenden Händen. Das Organisationsteam um Michael Brinkmann, die 1700 Helferinnen und Helfer, so einen tollen Volksbank Münster Marathon auf die Beine stellen, das ist einfach Wahnsinn, muss man sagen. Ja, was soll ich anders sagen? Ich bin begeistert, wie Sie merken. Organisator Michael Brinkmann, glücklich und restlos zufrieden, hat für den nächsten Volksbank Münster Marathon 2018 einen großen Wunsch. Ja, also mein Wunsch für nächstes Jahr wäre natürlich, wir wollen die 2000er Finisher-Marke wiederbekommen bei den Marathonis. Wir brauchen mehr Durchsatz von Hamburg bis München, dass man uns kennt. Und wir können nicht so aufwendige Werbung treiben, wie das die anderen Großen machen. Wir leben von der Mund-zu-Mund-Propaganda, aber hier gehören in der Tat mehr Marathonläufer hin. Super zufrieden und freuen uns auf Kuchen, Kekse und Bier. Hier in Münster, bombenmäßig, ja. Einfach ein sehr, sehr schönes Gefühl. Es trägt einen noch Monate.